Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Bastelkiste. Heute möchte ich euch ein Balkonkraftwerk vorstellen von der Firma Anker, das Solix RS40P. So, dieses Set besteht aus zwei PV-Modulen mit jeweils 415 Watt, das heißt also eine Gesamtwattzahl von 830 Watt an PV-Modulen. Des Weiteren gibt es unten eine Halterung passend für die Module, um den richtigen Neigungswinkel zu erreichen. Der Wechselrichter ist natürlich auch dabei und der Wechselrichter hat eine Leistung von 600 Watt, so wie man es auch hier in Deutschland benötigt. Ich werde heute das Unboxing machen und die Installation der PV-Module. Und es wird ein zweites Video geben, in dem dann die Anlage in Betrieb genommen wird. Viel Spaß dabei! Also was schon mal sehr gut geklappt hat, das war nach der Bestellung, hat es ca. 3 Werktage gedauert. Da war die Anlage, also wurde durch Spedition angeliefert. Verpackung sieht alles solide aus. Wir gucken uns natürlich auch an, wie sieht es aus, wenn wir ausgepackt haben. Aber wie gesagt, auf den ersten Blick sehe ich jetzt hier keinerlei Beschädigung, weil alles sehr gut verpackt ist. Ja, hier im Karton des Wechsellichters liegt die Bedienungsanleitung dabei. Die Bedienungsanleitung ist in Deutsch und in Englisch. Und ist sehr ausführlich, also das muss man wirklich sagen. Hier ist wirklich alles beschrieben vom Einstellen des Wechselrichters, der App, über Installation der Halterung, wie das so alles angepasst wird. Also es ist schon sehr schön ausführlich und bebildert. Also habe ich wirklich selten so schön gesehen. Nun, dann haben wir hier noch Kabel dabei. Das sind einmal hier die Modulkabel, die quasi an das Modul kommen. Dann habe ich hier das Netzkabel, was vom Wechselrichter in das Hausnetz kommt. Und natürlich habe ich hier meinen Wechselrichter, der wasserdicht ist natürlich und ja, macht einen soliden Eindruck. Hat Anschlüsse für zwei PV-Module und hat hier die Antenne für WLAN. Ja, hier im Karton ist ja die Halterung drin, der Module, Schrauben, die Stangen, auch hier alles sehr gut verpackt, solide verpackt, sieht alles sauber aus, hier in so Luftpolsterfolie, alles schön eingepackt, macht alles einen schönen, wirklich ja, ordentlichen Eindruck. Nun, ich habe jetzt hier mal alles ausgepackt, die Halterungen sind ja gegen Korrosionsschutz Pulver beschichtet und ja, es gibt natürlich jetzt hier mehrere Möglichkeiten, wie ich hier mein Solarkraftwerk anschließen kann. Entweder an den Geländer anzubringen oder halt auf den Boden zu montieren mit Neigungswinkel. Und ich entscheide mich für die Bodenvariante und werde die Module hier auf den Boden stellen. So, ich muss jetzt ein Modul auspacken, weil die Halterung ist relativ schnell angebracht und deswegen brauche ich natürlich jetzt ein Modul. So, das Modul ist auch hier an den Ecken schön geschützt bei der Verpackung. Sieht auch unbeschädigt aus. So, das stelle ich mir mal so hin. Ich glaube, so kann ich das am besten montieren. So, an den ersten Halter kommt einfach hier diese Lasche dran, die dann hier oben im Modul eingelegt wird. Verschraubt wird das Ganze mit den ja, mitgelieferten Schrauben. Einfach hier so, das Ganze machen wir zweimal und dann kommt schon ja, die andere Schiene noch an diese Schiene heran. So, ich habe die beiden Schienen jetzt hier montiert auf dem Modul. Das ging relativ fix, also ich würde sagen 5 Minuten. Mit dem mitgelieferten Werkzeug, was dabei ist, geht das ganz fix. Und jetzt geht es weiter mit dem nächsten Schritt.
Dafür wird jetzt diese Schiene, die etwas breiter ist, quasi jetzt hier drüber gestülpt und hier mit dieser Schraube fixiert. So, das Ganze mache ich natürlich auf der anderen Seite auch. So sieht das jetzt fertig aus. Die zweite Stange ist montiert. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, hier mir meinen Winkel einzustellen, indem ich einfach hier eine weitere Stange dort positioniere, wo hier diese Zahlen sind. Weil diese Zahlen hier, die zeigen nämlich genau meinen Winkel an. So, ich gehe jetzt mal hier auf 35 Grad. Stelle ich jetzt hier mal meinen Winkel ein. Dasselbe mache ich natürlich auch auf der anderen Seite. Und dann ist eigentlich schon, nachdem ich das dann alles richtig festgeschraubt habe, meine Halterung für den Boden soweit einsatzbereit. Nun, das erste Modul ist aufgebaut. Das zweite werde ich jetzt schnell auch noch aufbauen. Was hier halt wunderbar ist an diesem Gestell, man kann den Neigungswinkel der Jahreszeit entsprechend anpassen. Im Winter ist es ja, weil die Sonne ein bisschen anders steht, idealer, wenn das Modul etwas steiler steht und im Sommer natürlich etwas flacher. Ideal muss man immer darauf achten, dass die Sonne eigentlich im 90-Grad-Winkel auf das Modul auftrifft. Das ist eigentlich dann immer optimal. In meinem Fall muss ich jetzt das Balkonkraftwerk um 90 Grad drehen, damit ich natürlich auch meine 35 Grad komme. So, hier unten habe ich jetzt die Möglichkeit, mein Balkonkraftwerk nach unten hin zu verdübeln. Je nachdem, was man für einen Untergrund hat, muss man sich dann natürlich auch was einfallen lassen, damit bei Sturm natürlich auch die Anlage stabil und sicher steht. So, jetzt gibt es natürlich noch diverse Befestigungsmöglichkeiten, zum Beispiel mit mit dieser Lasche hier, wo ich das quasi über rundes Holz oder egal was nochmal zusätzlich befestigen kann, wie auch immer. Oder man kann das mit der Schraube hier unten, also mit der Gegenschraube hier unten festschrauben. Die Möglichkeit hat man. Oder man hat hier diese Teile, wo ich mit zwei Schrauben quasi die ganze Sache nochmal an irgendeinem Pfosten oder so verschrauben kann und hänge die quasi irgendwo an ein Geländer. Wenn ich mal hier an mein Geländer gehe, quasi so, dann wird das quasi davor, ist die Halterung und dann wird es verschraubt. Also genügend Teile sind dabei, auch hier noch so Schlauchstellen, wo man befestigen kann. Dann kann man das, wenn man es irgendwo befestigen will, hier mit diesen Karabinern erstmal befestigen, dass es nicht irgendwo abstürzt. Also Schrauben, Muttern, alles ist wirklich ausreichend dabei. Und wie gesagt, die gute Bedienungsanleitung. Ja, und somit habe ich meine zwei Module montiert. Und damit bin ich auch am Ende meines Videos Teil 1. Und im Teil 2 Video wird dann gezeigt, wie das Balkonkraftwerk angeschlossen wird, wie die App mit dem Wechselrichter funktioniert und solche Sachen halt. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert mich natürlich und macht die Glocke an, damit ihr auch Bescheid bekommt. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und macht's gut. Bis zu meinem nächsten Video. Tschüss.